Guten Morgen, Gregor. Willkommen beim Espresso con Paolo. Ja, guten Morgen, Paolo. Und herzlichen Dank für die Einladung. Bei mir gibt es aber heute nur Cappuccino. Ah, ja, ist gut. Noch vor 10 Uhr. Vor 10 Uhr kann man immer noch Cappuccino trinken. Wenn du in Italien nachmittags Cappuccino bestellst, dann outest du dich sozusagen als ein Nicht-Italiener. Aber wir sind ja noch gut in der Zeit. Freue mich, dass du da bist. Freue mich, dass du Ja. da bist. Sag mal, wir haben im Vorfeld über EFP und über dich und alles gesprochen. Stell dich doch mal bitte kurz vor für die, die dich nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Okay, also mein Name ist Gregor Strausberg. Ich bin Vater von drei Kindern, darf man nicht vergessen. Für die mache ich das alles nämlich. Dann inzwischen zwei Enkelkinder. Ich bin 62 Jahre alt und bin eigentlich die letzten 30 Jahre nur mit dem Thema Priorisieren beschäftigt. Ja, zuerst als Führungskraft in einem großen familiengeführten Unternehmen, weil da war es einfach wichtig, dass man für gute Ergebnisse sorgte. Ich war für 5 Geschäftsbereiche verantwortlich und hatte mich oder lief damals richtig Gefahr, mich zu verzetteln, weil ich hatte Erwartungen geweckt, die ich auf einmal nicht erfüllen konnte. Und das war dann auch die Geburtsstunde von EFP. Dann hilf mir doch mal, also von der Zielgruppe, man redet ja modern im modernen Vertrieb heutzutage ja schon von Personas, ist ja Ja, abgeleitet ja, aus dem ja. Marketing, also die Zielgruppe. Jetzt kann ich mir vorstellen, so ein Hochschulabsolvent, der in ein Assessment Center bei McKinsey reinkommt, der kriegt natürlich die Postkorb-Übung vorgelegt. Ja, also priorisieren Sie mal bitte die Aufgaben des CEOs, damit am Ende des Tages keine schlechte Pressemitteilung rauskommt. Das sind aber natürlich höchstwahrscheinlich nicht deine Hauptzielgruppe, die Hochschulabsolventen. Die können natürlich auch von dir und von deinem Know-how lernen. Wer sind denn die Organisationen oder die Menschen, die am meisten von der Zusammenarbeit mit dir profitieren? Also das zentrale Thema ist ja Priorisieren und das hat ja viele unterschiedliche Aspekte und es ist eigentlich ein Erfolgstreiber sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. Ja, klar. Denn verzetteln kann man sich gerade heute allzu schnell. Und deswegen, ich habe eigentlich keine typische Zielgruppe, also branchentypische Zielgruppe oder vom Level Ja. her. Ich berate CEOs genauso wie den privaten oder meistens sind es Unternehmer-Ehepaare, die sich einfach nicht einig werden können, ja, und wo dann diese Konflikte dann auch ins Privatleben überschwappen und die Ja. sagen, ah, wir wollen mehr Objektivität da reinbringen, wir wollen diese Emotionalität da raushalten, weil da reiben wir uns dann auf. Und ja, ich mache das schon sehr lange. Also ich habe alles Mögliche, also von der Meyer-Werft bis zu den Stadtwerken Karlsruhe, vom Bistum Essen bis also überall sitzen auf den unterschiedlichsten Ebenen Menschen, die sich Gedanken machen, wie setze ich meine Ressourcen bestmöglich ein im Sinne des Unternehmens und bei Unternehmern natürlich auch sehr, sehr stark im eigenen Interesse. Jetzt ist es ja so, jetzt hast du ein paar deiner Referenzen ja genannt. Das ist schön, das ist okay. Das sind jetzt nicht nur Menschen oder Unternehmen aus der Nachbarschaft, die mit dir zusammenarbeiten, sondern natürlich, du hast, glaube ich, auch einen Bezug in die Schweiz, Deutschland. Aber mich würde nochmal, bevor wir jetzt über Schweiz und Deutschland sprechen, nochmal was anderes interessieren. Wie ist das Ganze entstanden? Also, was war so der Auslöser sozusagen? War das tatsächlich ein Projekt im Business, was dich da hingebracht hat, das zu machen? Oder war das schon immer deine Idee, wenn ich jetzt dann im Berufsleben bin, erfinde ich EFP? Nee, ganz bestimmt nicht. Also wie immer oder wie häufig, EFP ist eine Notgeburt. Ich hatte ja eben schon gesagt, ich hatte zu viel versprochen. Also ich war jung, ich hatte eine tolle Ausbildung, ich war ehrgeizig und das in einem großen Familienunternehmen, was an einer starken Wachstumsschwelle stand, bin ich nach oben geschwemmt worden. Und immer wenn die sagten, ja, wer kann das machen? Dann ging mein Finger hoch und dann habe ich das gemacht. Also wir hatten auch nur die Möglichkeit, auf der Karriereleiter nach oben zu kommen, wenn wir Verantwortung übernommen haben, Projektverantwortung übernommen haben. Und auf einmal war es dann so, dass das Thema Managementsysteme war. Also ich war stellvertretender Vertriebsleiter, habe den technischen Support europaweit aufgebaut. Das waren meine klassischen Themen. Und da lässt sich alles in D-Mark und Pfennig oder heute in Euro und Cent bewerten, ne? Bringt die Maßnahme was? Bringt die Messe was? Also der Maßstab ist Geld.
Und auf unserem englischen Markt ist dann letztendlich die Forderung nach Zertifizierung gekommen, 1986, damals noch ein Vorläufer von der ISO. Ich habe das dann eingeführt, sehr widerwillig, weil ich habe erst mal gedacht, das wäre eine Produktnorm, war komplett daneben gelegen, war eine Qualitätsmanagementnorm. Ich habe das gemacht und relativ kurze Zeit später stellte sich heraus, dass das einen enormen wirtschaftlichen Nutzen fürs Unternehmen hatte. Ich habe das erst gar nicht glauben wollen, habe mir das vor Ort angesehen und habe dann gesagt, Mensch, wenn wir das nicht nur in Sheffield, sondern in all unseren Werken machen, da sind Millionen zu verdienen. Und den Vorschlag hatte ich dann gemacht. Dann hatte ich das ganze Thema Managementsysteme an der Hand. Wir hatten ja schon Umwelt und wir hatten auch schon Arbeitsschutz. Und Qualitätssicherung hatten wir natürlich auch. Und da haben wir gesagt, naja, okay, mach das alles. Und alles, was dort an Maßnahmen ist, da lässt sich so gut wie nichts in D-Mark und Pfennig oder in Euro und Cent messen. Und ich hatte ein sehr, sehr großes Budget, viele Leute, aber ich wusste nicht, wie setze ich das ein? Und ich wusste genau, wenn die Erwartungen, die man an mich hat, nämlich gute Vertriebserfahrung, gute Leistungen im technischen Support plus die entsprechenden Versprechungen, die ich finanziell gemacht hatte, ich nicht realisieren kann, dann ist es auch sehr schnell um meine Karriere dort geschehen. Und da waren also meine damaligen Vorgesetzten sehr stringent. Das war auch gut. Und so war ich dann in der Situation, dass ich intensiv geschwitzt habe bei dem Gedanken, wie bewerte ich jetzt die Wichtigkeit? Also habe ich den großen Besprechungstisch abgeräumt, habe vier Quadranten mit Tesafilm bzw. mit Crepe abgeklebt. Und der überwiegende Teil war oben rechts, also Eisenhower. Aber es half mir nichts. 83 Vorgänge, davon 62 oben rechts, Prio 1. Super. Und so ist das dann entstanden. Ich hatte kurz vorher schon mal eine andere Methode kennengelernt, die FMEA aus dem Risk Management. Und die habe ich adaptiert mit der Eisenhower-Methode. Und da ist dann eben EFP daraus entstanden. Jetzt weiß ich nicht, ob du es ganz am Anfang schon mal gesagt hast, aber kurz vor Schluss, ein bisschen Zeit haben wir noch, aber erklär doch gerade mal EFP, wofür es steht. Für erfolgsfokussierte Priorisierung. Also, Entschuldigung für den Namen. Es gab die FMEA, die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse. So heißt es tatsächlich. Und als ich dann bei der Einführung der Methode im gesamten Unternehmen, als mich dann einer fragte, und wie heißt die Methode? Da wusste ich das nicht. Hast du dem noch keinen Namen Und gegeben? da musste ich mir schnell was einfallen lassen. Und seitdem heißt die erfolgsfokussierte Priorisierung und für die Freunde kurzer Worte EFP. Super, sehr cool. Du siehst, ich habe gerade eben meinen Espresso gerade leer getrunken, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut. Wir werden das fortsetzen. Wir haben das ja nochmal geplant für eine längere Version auf YouTube. Da Ja. kannst du auch vielleicht nochmal eine kurze Präsentation halten. Aber jetzt bedanke ich mich schon mal, dass du heute die schnelle Version dich vorgestellt hast. Ich fand es super spannend, gerade jetzt auch zu verstehen, wie EFP entstanden ist. Und für all diejenigen, die Interesse bekommen haben, noch mehr, ja, verweise ich einfach nochmal auf die lange Version und den doppelten Paolo, ja. Genau. Gregor, schön, dass du da Auf jeden Fall. warst. Ja, herzlichen Dank auch, dass ich da sein durfte. Natürlich. Bis dann, schönen Tag noch. Bis dahin, ciao, alles Gute. Ciao.